2. Bist du wieder fit, Tati? Boah, ja. 9 Stunden Schlaf, Mann. Perfekt. Jetzt geht's mir wieder gut, Mann. Ich fühle mich fit, Alter. Bereit für Tag 2. Schau mal, ob das überhaupt gut ist, Mann. Gestern war ich müde. Ich habe einfach gespielt. Scheißegal. Bin durchgelaufen. Ich hoffe, jetzt bin ich fit. Wahrscheinlich bin ich ganz schlecht, Alter. Wahrscheinlich erste Runde direkt kassieren und dann fahren wir. Ja, Mann. Vielleicht nächste Runde kassieren und dann Servus. Nee. Schauen wir noch 2 Runden und dann, wer weiß. Mit schon. Bei dir, John, was geht ab? Ich hab verkackt. Ich warte so noch in der Lobby und trinke mit dir Vita-Wasser. Ich wünsche euch viel Glück, Jungs. Was hast du da an? Unter deinem One Piece. Halt die mit Garten, Mann. Bester Sponsor, Alter. Auf geht's zur Location. Wie findet ihr das Event so? Das ist jetzt richtig geil. Also ist echt schon cool. Wir haben echt auch eine coole Location angemietet. Geht über 3 Stockwerke. Aber es sind, glaube ich, weniger Spieler als erwartet oder als sie erwartet haben. Aber egal. Wie viele sind wir so? Ich glaube 230 oder so. Ja, also ich denke mal knapp 250, ja, so in dem Ding. Aber so an sich, echt cooles Event eigentlich. Die haben machen auch eine coole Coverage und alles und Livestream und so. Finde ich echt cool. Echt geil. Große Tische haben die. Ja. Hat man echt viel Platz zum Spielen. Geile Stühle auch zum Sitzen, ja. Hat man auch genug Platz, alles zu traden und alles. Einkauf, Ankauf, Verkauf, auch alles gut. Wir haben auch noch einen Händler da, der hat echt die wichtigsten Karten gehabt, die man braucht. Genau. Konntest du gleich alles kaufen. Ja. Genau. Geile Ambiente, geile Mädels. Das Einzige, was mir nur fehlt dort, ist, was in vielen anderen Locations machen, ist halt so ein Essensbereich. Also dass man da irgendwo was zum Essen kaufen kann oder so. Ja, ich glaube, das haben sie extra nicht gemacht, weil daneben gleich so Fabiano und Hans Glück alles da war. Ja gut, aber das ist ja dann, da musst du dich ja hinsetzen. Ne? Ja. Aber ich meine so kleine, gut, ich meine dieses eine kleine Ding da unten, die verkaufen halt so Schokolade oder so. Ja, finde ich okay. Ja, das war aber okay. Das ist nicht so schlimm, ja, aber sonst echt cool. Auf jeden Fall haben sie Getränke gesorgt, Schokolade. Vitaminwasser zu geil. Ja, Toiletten sind auch sauber. Ja, da ist auch immer eine Frau rum. Alles auch machen. Das ist echt cooles Event, echt cooles Event. Werden wir auch bald sowas starten? Wer ist wir? Ja, Zukunft. Wer ist wir, Arno? Du und John. Auf jeden Fall, Alter. Oder John, machen wir schon, gell? Ja. Bereits gibt's Ja, aber das ist echt cool, mal sowas zu sehen, einfach wie man halt dann. Ich denke, da steckt echt viel Ding dahinter. Viel Arbeit, Arbeit, viel Organisation dahinter und so. Also, finde ich geil. Jetzt einfach ein bisschen, ja, wie wir halt durch die Location gehen, Mann. Fühlt man sich mit X1, ne? Wie ist dieses Gefühl? Ja. Berichte. Gut. Ja, gut. Das ja. War's. Du, wenn ich jetzt noch bin. Ey, Digga, wenn ich jetzt einstehen würde, würde ich sagen, ich habe so einen dicken Eier. Weißt du, ich fühle mich gerade wieder krasseste. Die nächsten Zeit ging nach Rasur 2-0, weißt du, ohne Probleme. Geil wär's, ja. Einfach. Geil wär's. Geil wär's. Du machst es einfach. Von 1 zu 1. So ist es. Entweder, ja, es wäre schön, wenn mir ein Topf voller Geld in den Schoß hält. Wäre schon schön. Oder du sagst, ey, Digga, ich hole mir das Geld. Ganz einfach. Ja, Mann, ich hole mir das Geld. Also. Ja, gönn dir. Ist einfach. Bester Mann. Ich habe von ihm geliehen. Was spielst du? Wo wart ihr? Ich habe von ihm geliehen gehabt. Wo wart ihr? Hä? Wo wart ihr gestern? Nachtflug. Wo? Nachtflug. Hab ich schon gelesen. Dann jetzt noch eine frühe Rebel Lounge. Shisha rauchen. Wart ihr Rebel Lounge? Ja. Und wie war? Fast schon richtig geil. Oder ganz ehrlich, ich bin aus diesem Alter raus, Mann. Wenn ich sowas mache, bin ich tot, Mann. Ich bin tot.
Ich weiß nicht mehr. Doch hier verloren, kann auch eh nicht hören. Wie rede ich hier? Ich höre dich schon zu, Mann. Und alle unsere Zuschauer. Also war cool gestern. Oh, aber echt, den Schein war auch dabei. Auch? Ja, ja, auf jeden Fall. Und neben geht's. Oh, ich dachte, da hast du geweckt, Tati. Ja. Stehst du? Mensch, 2-1. 2-1 ist gut. Noch zweimal gewinnen und dann Tops. Safe Tops. Der gewinnt auch. Eigentlich schon, Mann. Der gewinnt. Wieso nicht, Mann? Er ist schon krass. Ich hab dich heute platt gemacht. Gestern, aber ja. Ja, Mann. Ich weiß nicht mehr, wann, welche Tag das ist. Ja, ja. Bin ich gar nicht. Hauptsache, wir haben nicht gespielt. Komm. Ich muss gegen Monat. Du bist ein Endspiel. Hast du deine Matte nachgeholt eigentlich? Ja. Ist geil, gell? Du musst mir nochmal alles spielen. Ich will einmal gegen dich spielen. Ich kann auch nie die Wunde laufen. Ist der Deck drin? Ist kein Deck. Ich hab den Deck, ne? Ein Deckgold. Warum? Ich spiele gegen ihn. Digga, ich will gegen Monaco spielen. Ich will gegen Monaco spielen. Was? Gegen Monaco? Ich will trotzdem gegen ihn spielen. Ich habe das Deck noch nie gespielt. Ich will gegen Monaco spielen. Ich will gegen Monaco spielen. Hey, tu du, komm. Wie gesagt, wir müssen mit der Gruppe reden, oder? Gruppe? Was denkst du? Was denn? Was willst du denn? Er will nicht nach München fahren, oder? Nach München? Wieso? Dass ich von dort aus nach Hause komme. Liegt Nürnberg nicht auf dem Weg? Oder müssen wir da um? Oh, keine Ahnung. Das hört sich schon interessant an. Ich glaube, wir werden mit Deckel auf dem Weg. Hä? Ich weiß nicht, wie wir gefahren sind. Ich bin über Nürnberg gefahren. Ich habe jetzt München. Weiß nicht. Da ist Nürnberg. Aber wir sind über Frankfurt gefahren München und über... München ist... Nürnberg sein. Können wir mal gucken. Keine Ahnung. Ja? Hier, ich bespreche es. Ich muss mit ihm sprechen und dann... Ja, dann können wir die vielleicht eventuell mitnehmen. Nach München. Du bist der Fahrer, ich kann über entscheiden. Ich spiele was immer so. Wir sind ein Team. Ja, ja, wir sind, wir sind immer noch ein Team. Wir besprechen ja alles. Also, beziehungsweise... Ohne die Schatten oder sondern eher halt. Wir. Oh mein Gott, die Schieß. Eigentlich nur Hong und ich, oder? Hong und ich besprechen das und dann schauen wir weiter. Aber du bist eh den ganzen Tag da, oder? Oder fährst du hin? Nein. Hangover. Kann alles passieren. Hangover, gehst du irgendwo schlafen gerade in der Ecke? Okay, voll. Alter, ohne Spaß, bitte. Wenn du einpennst, gell? Was soll ich sagen? Beschütze dich. Zeig mal her. Arschloch. Und der Kameramann, endlich mal vor der Kamera. Schon geil, oder? Ja, du bist richtig geil. Erzähl's gerne, Mann. Frag mal die Erzähl mal. Erzähl du mal. Filmen ist leicht, gefilmt zu werden ist schwerer. Ja, Mann. Hong vor der Kamera auch immer ein Pro, Mann. Vor oder hinter der Kamera, scheißegal, Mann. Hong ist der Pro, Mann. Hat's geschmeckt? Ja, war lecker. Vielen Dank. Bitteschön. Geschmeckt. Und wie heißt der Chong? Ching. Chong, was machst du eigentlich? Ching Chong. Sag hallo. Hi. Und das sind echt welche Leute. Judges. Sie tun, als ob sie arbeiten. Er tut wirklich arbeiten. Und da hinten sind die Schwerverbrecher. Die Gauner. Die Gauner. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen, vorerst. Wir schauen Chong jetzt ein bisschen beim Traden zu. Chong, was organisierst du dir? Ich denke, Giant Hand, eine Eccentric, zwei Ogre oder sowas. Warum machst du sowas? Weil ich eher brauche einfach. Für wann denn? Ja, also Ogre und Eccentric brauche ich sowieso. Und Giant Hand kann man immer gebrauchen. Aber das Problem ist, er tradet nicht, sondern er kauft mich auf den Laden. Überlege ich euch sogar auf kaufen soll. Ach, der hat noch keinen Reprint. Nee, wo? Im Dark World wäre der von damals richtig geil gewesen. Der ist richtig gut. Der ist schon der Punkt. Alle die 5 halt einfach. Was? Damals in dem Creator Dark World wäre der halt richtig gut gewesen. Da war der ja schon OCG auf los. Ein Deck, das ich gespielt hatte. Ja, Mann, ich hab das Video so gesehen damals. Es gab nur wenige Decks, wo Hong echt so geil war von. Oder White Up auf jeden Fall. Das ist auch ein cooles Deck. Dark Creator. Das hat einfach Bock gemacht.
Und jetzt versucht es eigentlich mit Cosmo, aber irgendwie nicht entdeckt man. Ich hab krasse Insektoidee. Davon wollen wir nichts hören. Okay, liebe Zuschauer, wenn ihr wollt, dass er mitfährt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Ja? Wenn ihr wollt, dass er nicht mitfährt, dann schreibt in die Kommentare. Social Media at its best. Das sind alles so Preise, oder? Schau mal an, Ultimate Max C 80. Ja, das war mal. Der französische 100, weil der anders heißt. Ultimate Wailer 75. Ja, okay, das ist Ultimate, aber es gibt kein Ultimate mehr. Trotzdem, Mann. Nein, das war klar. Das ist normal, das sind normale Preise. Das mag ja sein, aber das ist halt echt was. Echt teuer. Das ist echt noch nicht in this GoPro and the fucking wooden stick. This time is fucking. Is it? Oh, Pepe-Spieler bist du das? Bist du Pepe-Spieler? Oh mein Gott. Ja, Amis oder? Ich habe das Gefühl, dass schon weder Cosmo noch Pepe unter Kontrolle hat, oder? It's break time! It's break time! Wie sieht die Location aus? Privat, vier Augen. Ja, gleich, gleich. Nur so kurz was drehen. Eine Minute. Hier im Erdgeschoss. Wir bauen noch nicht so um. So mitten im Rücken, sondern noch unten und nach hinten mit Schieber. Das wird umgebaut. Gibt es dieses VIP-Ding mit mir wahrscheinlich? Oh, Schuss. Vielleicht hat... Ich mache ein paar Fotos jetzt. Hast du wieder schön Minus gemacht, Chong? Ja, wenn du wieder Geld ausgegeben. Hast du bekommen deine Gentle für billig? Ja. Dann gib mir mal 38. 5 Euro kostet die. Die kostet 3 Euro. Nein. Wie fühlst du dich jetzt? Cool, gut, gut, gut. Ja? Ja, Mann. Wo ich Feature-Match anschaue. Oi, der Tati hat Feature-Match. Was glaubst du? Wird Tati rasieren? Oder zu viel Druck für ihn? Feature-Match. Das Feeling. Die ganze Welt schaut ihm zu, Mann. Geiles Gefühl. Tati, kannst du den Druck handeln, Mann? Kommst du klar mit dem Druck? Kannst du komm mit dem Druck klar? Hast du es unter Kontrolle? Wenn du gewinnst, spendiere ich dir ein Vita-Wasser. Du hast ja die gleiche Person wie dein Boss.
habe ich das. Oh mein Gott. Auf den Schieb bestimmt. Spannendes Match. Tapti braucht nur ein Raigeki. One draw. Oh mein Gott, ich leide mit ihm. Er braucht einen Raigeki. Top Deck. Sollte nicht sein, man. Sekund. Verloren, jetzt Ding. Richtig zu 2 gegen Pepe. Ich habe 2-0 oder 7 gegeben. Ich habe gar keine Montags, bin nicht mal ins Spiel gekommen, beide Spiele nicht. Ich konnte ihn mal ein bisschen blockieren, aber hab halt den Knack gezogen. 2-0, das kann man machen, gar nichts. Jetzt noch das letzte Spiel gewinnen und dann hoffen, dass man reinkommt. Tati leidet. Gegen Dracopulse. Gegner fällt ohne Ding abgegeben. 38 oder Lancelot oder so. Mit 2 Ignis, ne? Aber Tati konnte die Chance nicht nutzen. Er mischt so Slip Rider rein für Town, dann zieht er wieder Slip Rider. Hätte er Galgeki oder Dako gezogen, wäre es Game gewesen. Was passiert letzte Runde? Was war mein Sohn? War klar wieder gegen Dracopulse, Mann. Erstmal gegen wen hast du gespielt? Gegen Sona. Du spielst so gegen krasse Teams heute, oder? Du spielst so gegen krasse Teams heute, oder? Was? Du spielst so gegen krasse Teams, oder? Eigentlich schon, oder? Er muss den Sona dabei. United Gozes, Mann, was ist das für eine Frage? Auf jeden Fall, erstes Game, ja, ich fange an. Eigentlich eine gute Hand. Wir haben 4 Fallen, ein Sliprider. Es hat echt nur einen Pilot gekriegt, ja? Okay. Ja, ich habe es gesehen, 4 Set hast du ja, gemacht. Ja, 4 Set, ja, ich konnte sein Play brechen. Das Ziel, nächste Karte ist Destroyer. Ich dachte, okay, eine Runde überlebe ich noch. Ja, er greift doch nur mit seiner Vanille an. Ich ziehe nächste Karte, es kommt Sliprider rot. Ja, rot. Ich habe auch wieder sein Ding entfernt. Seine Buttonless, wie heißt der? Der Laster, ja. Nee. Wenn Laster weg ist, bei denen echt krass, man. Auf jeden Fall, Game 2, er wusste nicht mal, was ich spiele. Ja, ohne Scheiß, was spielst du? Oh mein Gott, er schaut unseren Channel nicht an. So einer. Auf jeden Fall, zweites Game, lass ich ihn anfangen. War vielleicht ein Fehler, war ein Fehler, weil ich hatte gute Hand. Ich hatte sogar TJ-Play und so. Aber egal, er haut mir fettes Feld hin. Wie immer halt. Ich hatte aber auch krass eine gute Hand. Er hat mir die Nummer 38 gegeben. Ich Perfekt, 38, Decke zu, Kostenkorn, mach meine Plays. Ich dachte, du spielst keine Goodrich mehr. Was hab ich denn? Ich hab Glück. Oh mein Gott. Ich hab überlegt, sie nicht zu spielen. Ja? Hab ich davor gesagt, klar. Aber ich hab sie dann doch heute auf jeden Fall drin. Also jetzt funktioniert. Ich hab's gesagt. Auf jeden Fall. Ja. 38. Ja. Mach ich den Play halt drin. Mit Kostenkorn und klar, zieh nicht so gut nach. Egal, ich hab die Zeit des auf der Hand. Habe ich 2 gesetzt, war auch mal ein Fehler. Weil er hatte einen Laster draußen, dann habe ich ihn der Laster entfernt. Er gibt mir Exzentrik, schießt mein zweites Kusumoto ab. Wenn ich Kusumoto gelassen hätte, hätte ich nämlich sein F-Zero dann in der nächsten Runde dann entfernen können. Ja, das war der Fehler. Ja, und dann ging es halt hin und her, er hat ihm F-Zero gegeben. Aber ich habe überlebt noch, egal. Dann habe ich ihn nicht gesehen. Was war mit F-Zero? Ja, das war der zweite dann. Achso, okay. Er hat erstmal einen hingelegt. Ja. Da habe ich den wegbekommen durch, ich will auf Castello kommen, er war keiner Play von mir. Ich würde Squire, schieße auf Forerunner, holen wir Strawman, Strawman holt Goodwitch, Goodwitch und Wicked Witch machen, also da erstmal greife ich an mein Ding und lege halt wieder zurück ins Extra. Ja?
dann war er wieder dran, dann konnte er wieder fünf pendeln, weißt du? Ja. Und ich hatte halt keinen, ich konnte nichts machen, ich hatte keine Angst davon. Ja. Dann hat er wieder gespielt, aber er hat ein Nummermonster genommen. Wenn ich jetzt ein Arschloch gewesen wäre, ja, hätte ich gesagt, also ich hab den Effekt auch vergessen, dass es nicht geht. Hat Alex dann ist das Satz gelaufen? Wieso Alex? Du meinst Randall, die Petze? Alter, ganz ehrlich, das ist keine Petze, ja? Wenn ich sehe, dass jemand beim Meister bescheißen will, ja, ist gut. Dann, sowas gibt es ja, nicht, ja? Ist gut. Auf jeden Fall. Auch Teammitglieder, ja? Sowas macht man nicht. Auf jeden Fall, er hat klar was scheiße, aber das ist meine Pflicht, dass dann hier geht, gerade als der Kleinste. Ja, passt schon. Also er hatte zwar noch andere Vierer im Extra gehabt, ja, aber er hat sich dann für Keepitle entschieden. Hat dann auch das Führer gemacht, ich hab's gar nicht gewusst. Aber wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich dann gesagt, Alter, kannst du gar nicht machen. Hat er es schon gesporen gehabt, ja? Also hätte ich dann noch gewonnen, wahrscheinlich das zweite Game, ja? Dann haben wir aber weitergespielt und dann kommt fast schon hart gewonnen durch den Zion. Der ist halt echt krass. Den Cosmo. Oh mein Gott, hat wenn du den nicht wegkriegst, dann hin, aber oh mein Gott. Aber er hat schon gut gespielt. Ja, natürlich hat er gut gespielt. Er ist groß. Ich habe auch einen Warning bekommen, oder? Du? Ja, ich auch noch. Wir haben beide Warning bekommen. Ja, natürlich. Da krieg ich beide. Aber weil du beide durchgelassen hast. Ja. Ah, ja, weil er es durchgelassen hat. Ist immer so. Ja. Ansonsten, wir chillen hier noch und dann drehen ein paar Videos. Vielleicht Top 16? Nein. Was laberst du nur? Ja, weiß nicht. Kommst du, machst du nicht, Jungs? Ja. Dann kann ich mal. Oh mein Gott. Ich bin echt mal gespannt. Das ist so ein neues Team. Oh mein Gott, die Cosmo Boys, Mann. Ja, Mann, Team Cosmo Boys. Digga, wir sind so gut wie Commander Stern. Was ist dein Fazit schon zu dem Event? War schon ein geiles Event, auch geile Location, geile Stadt hier. Coole Leute, oder? Coole Leute, neue Leute wieder kennengelernt, neue Teams. Mit ein paar Leuten von den neuen Teams geredet. An sich so spielerisch müssen wir uns echt verbessern. Ich spiel jetzt keinen Deck mehr, wo man nur bricken kann. Mit jedem Deck kann man bricken. Ja, man, so ist es. Also ich hatte nicht so viel Brick Time, wie schon. Dein Fazit, Tati. Cooles Event. Coole Leute, wirklich. Ja, viele Leute, heute viele Leute kennengelernt, war schon wichtig, man, für uns auch. Und das Turnier an sich war cool. Gestern lief es echt gut bei mir. Heute lief es nicht so gut bei mir, hatte ein Featured Match. Ich habe ihn mal gebrickt, aber das Deck war einfach zu krass dagegen. Der Gegner hat dir anders hat gegeben, er hatte alles, man. Wirklich echt, alles, man. Ja, Mann, ich konnte echt nichts machen. Da habe ich gegen Sona gespielt. Schalt. Letzte Runde, erst Game. War eigentlich so schlecht, was ich gezogen habe. Mir hat ein Pilot gefehlt. Sonst hätte ich gewonnen, zweites Game. Ja, war halt so. Mein Gott, Draco Pelz, echt krasses Deck. Muss man schon sagen, verschiedene Varianten gibt es das. Aber so an sich, geiles Event, geile Videos. Also doch geil geworden. Auf jeden Fall. Aber das Problem ist halt bei so welchen langen oder bei so welchen Events halt immer die Fahrt hin und zurück ist halt immer. Das ist halt das Problem. Ja, vielleicht können wir da mal gucken, dass man da mal irgendwas anderes organisiert bei längeren Fahrten oder so, dass man vielleicht fliegt oder so. Ja. Keine Ahnung. Aber schauen wir mal. Wir haben auch noch diesen Gratter da aufgegraben. Ja, Mann, unser ex-deutscher Meister, ja. Da ja, man sieht ja was aus Leuten, die sind nicht mehr Yu-Gi-Spiel, Mann, die werden so Junkies, Alter. Also Kinder, spielt lieber Yu-Gi-Oh! Ja, aber spielt lieber Yu-Gi-Oh! Bleibt dabei, Mann, euer Leben lang, ja. Sonst endet ihr so wie der da, ja. Man darf niemals mit Yu-Gi-Oh! Aufhören. Yu-Gi-Oh! Echt Beste, Mann, ohne Scheiß. Yu-Gi-Oh! Bleibt immer Serious Business. Und was wir auch gelernt haben, Yu-Gi-Oh! Macht echt viele Freunde, Alter. Ja, viele Gemeinschaften. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt grüßen.